Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, ich reibe meine Hände schon, denn Dragonkin The Banished wurde gestern angekündigt, also vom Zeitpunkt der Videoaufnahmen hier zumindest. Falls ihr später anschaut, ist das Spiel schon eine Weile her angekündigt worden. Es ist von Nercon, wird es rausgegeben, der Entwickler ist Echo Software. Und dieses isometrische Action-RPG bzw. Hack-and-Slay-Game wird für PlayStation 5, Xbox Series XS und Steam, also PC, angekündigt, und zwar für den Februar 2025. Im Hintergrund gucken wir uns jetzt mal kurz hier das Video an. Ihr könnt mal reinschauen. Mich haben die Visuals, also das optische Erscheinungsbild von diesem Game, sofort mitgenommen. Habe ich gedacht, Mensch, die Helden sehen richtig cool aus. Es wird momentan zumindest wird von 4 Heldenklassen gesprochen. Es geht um große, böse Drachen, aber auch sonstige untote Monster und so weiter, die es zu bekämpfen gilt. Und wir gehen mit 4 Heldenklassen, die, glaube ich, Drachenblut konsumiert haben. Die haben dadurch einzigartige Kräfte und besonders starke Fähigkeiten bekommen. Und die legen sich natürlich dann auch mit den bösen Horden hier in der Welt an. Ihr habt die Möglichkeit, Builds zu bauen, jede Menge Loot zu sammeln und natürlich fleißig Monster zu schlachten in diesem Game. Das, was man von einem Hack-and-Slay-Game auch erwarten würde. Die Helden, die man jetzt teilweise auch schon mal ganz kurz in diesem Gameplay-Trailer hat sehen können, sind der Barbar, die Hexe, der Ritter und der Bogenschütze. Ob es hier ein Genderlock gibt, kann ich euch leider noch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es eine Charaktererstellung geben soll. Ich habe nur gesehen oder mitbekommen, dass man seinen Charakter anpassen kann, aber meistens meinen die Games ja damit, dass man einen eigenen Build machen kann oder dass man Rüstung anlegen kann und sowas. Ob es auch eine optische Änderung geben kann an den Charakteren, weiß ich momentan nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass der Barbar wohl eher mit dem Element Eis hantiert. Das sieht man auch ein bisschen, glaube ich, im Gameplay. Ich fand es cool, dass diese Klassen so optisch hervorstechen und so aussehen, als ob sie von irgendeinem Element besessen sind. Also mehr in so eine Form von Kreatur als nur humanoid. Das gefällt mir persönlich immer sehr gut. Er macht hauptsächlich Nahkampfschaden mit Axt und Hammer. Und das hat man ja auch schon ein bisschen sehen können. Je mehr Schaden du nimmst, desto mächtiger werden anscheinend deine Angriffe. Also der kriegt ordentlich auf die Mütze, aber freut sich darüber irgendwie auch, weil er dann halt einfach stärker zuschlägt. Bei der Hexe ist es so, dass sie von einer Welt träumt, in der Drachen und Menschen zusammenleben können anscheinend. Die Kräfte der Hexe basieren auf den Elementen Elektrizität und Wasser. Also das sind ihre Fokuselemente. Und du kannst Zauber aus der Ferne aufladen und Schaden eben aus der Distanz anrichten. Das, was man, denke ich mal, von einem Caster erwarten würde. Als nächstes haben wir den Ritter, der, wie ich finde, optisch auch richtig cool in Szene gesetzt wird, und der hat seit der Kindheit Unterricht bekommen, natürlich in kriegerischer Kriegsführung, wenn man so sagen kann. Sein Element ist Feuer, und mit dem ist er unterwegs, macht Nah-, aber auch Fernkampfangriffe anscheinend, und hat eine Lanze, die auch Flammen spucken kann. Das klingt doch schon mal cool. Der Bogenschütze, last but not least, ist die Verkörperung von Gelassenheit, verfügt über herausragende Fähigkeiten und kann das Element Gift geschickt manipulieren. Also das ist sein Ding. Wenn der Pfeil das Ziel nicht tötet, wird das Opfer normalerweise kurz darauf erliegen. Also ideal für den Fernkampf mit dem Bogenschützen, kannst du einen giftigen Bereich um dich herum erschaffen, um unerreichbar zu werden. Also für die Fernkämpfer von euch auf jeden Fall der Bogenschütze. Sieht nach einem schönen Standard-Setup aus, finde ich, für so ein Game. Man hat Caster, man hat Nahkämpfer, man hat Fernkämpfer dabei. Also eigentlich alles, was grundlegend das Herz schon mal begehrt. Es ist interessant, also ich weiß nicht, ob diese Übersetzung hier stimmt, die ich vorliegen habe, ob das wirklich Ahnengitter heißt. Ich würde mal meinen, nein. Ich weiß nicht mal, wie es in englischer Form nochmal gesagt wurde, aber es soll auf jeden Fall ein Mechanismus sein, ein System, um einen eigenen Build zu machen für seinen Charakter und irgendwelche Sachen miteinander zu kombinieren, um ja Fähigkeiten auszuprobieren, Kombinationen von Fähigkeiten auszuprobieren. Soll wohl ein cooles System sein, um seinen eigenen Helden individuell machen zu können. Leider weiß man dazu noch nichts Genaueres. Im Gameplay wurde es auch noch nicht gezeigt. Ein Screenshot gibt es meines Wissens dazu auch noch nicht. Man hat die Welt vor sich, man lernt eine Geschichte natürlich auch kennen.
gibt Vulkane, Tundra, Sümpfe und viele andere Umgebungen. Das wurde erwähnt. Während du jagst, wirst du alles entdecken, was die Welt zu bieten hat. Jedes Biom hat seine eigenen Regionen, endemische Monster und spezifische Ressourcen. Also was mit Ressourcen gemeint ist, finde ich auch noch sehr interessant. Gibt es so eine Art von Crafting? Kann man da irgendwelche Sachen sammeln, wenn man die Augen offen hält? Da bin ich auch mal gespannt drauf. Dass ich auch noch hier richtig heiß drauf geworden bin, ist, dass es eine Stadt wohl gibt, die wächst und sich verändert, und zwar basierend auf deinen Entscheidungen und Entdeckungen, die du machst im Spiel. Wie das genau funktionieren wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber es klingt doch schon mal cool. Du kannst Gebäude verbessern und neue Bewohner, Ausrüstung und zusätzliche Dienstleistungen freischalten in der Stadt. Und es ist auch ein Koop-Abenteuer, das habe ich noch nicht erwähnt. Man kann, das geht auch über das Abschließen von Quests zusammen hinaus. Alle Spieler in deiner Sitzung können die Stadt erweitern und neue Inhalte freischalten. Also das, finde ich, klingt doch mal cool. Bisher ist es nämlich so, dass Spieler deinem Spiel beitreten können und dann wahrscheinlich auch deine Stadt weiter optimieren können, wenn die irgendwas für dich freispielen oder mit dir freispielen. Ob die diesen Progress auch bekommen, weiß ich momentan nicht. So detailliert wurde es noch nicht ausgeführt. Aber es ist auf jeden Fall so, ihr habt einen lokalen Koop-Modus, könnt also direkt vor Ort zu zweit miteinander spielen. Aber es gibt auch einen Online-Modus und da können 4 Spieler in einer Gruppe zusammen zocken und metzeln. Finde ich, klingt grundlegend schon mal nach einem sehr interessanten Game. Optisch hat es mich sofort angesprochen. Die Klassen sehen, wie ich finde, momentan schon super schick aus. Und ich bin einfach sehr gespannt drauf, mehr Details über dieses Game zu erfahren. Falls ihr schon mehr gefunden habt mittlerweile, lasst es mir natürlich unten gerne in den Kommentaren wissen. Wie gefällt euch das Game? Hättet ihr gerne noch mehr Informationen dazu? Ich gucke natürlich, wie ich im Laufe der Zeit noch was drüber rausfinden kann. Ich denke, wir müssen uns vorerst mal damit begnügen. Es gibt allerdings auch schon einen Link zu einer Steam-Page. Da könnt ihr das Spiel natürlich auf die Wunschliste setzen, würde dem Projekt wahrscheinlich auch sehr gut helfen, um weiterzukommen. Deswegen sind wir mal gespannt, was uns da noch erwartet mit diesem Game. Es hat ja jetzt noch so knapp ein Jahr vor sich, im Februar 2025, wenn es rauskommen soll. Da kann ja noch einiges passieren, vielleicht auch ein Test. Ich würde mich drüber freuen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Und dann bis zum nächsten Video vielleicht. Na, macht's gut und tschüss.